Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich hier auf einem Sonntagmorgen. 8.39 Uhr ist es jetzt bei mir, aber ich bin kein Radiomoderator und ich sage jetzt auch nicht das Wetter voraus. Wobei, es ist auch wirklich kalt. Also es ist minus 2 Grad, das muss man an der Stelle sagen, zumindest hier in Hannover. So, starten wir mal Fortnite, weil das eine oder andere können wir uns schon nochmal anschauen. Gratis-Items sind die schon zur Verfügung gestellt worden. Flakes Grinsen erinnere ich mich und das FNCS Blackbing, das man ab heute auch abholen konnte, beziehungsweise 23.30 Uhr gestern Abend. Ich habe dazu ein Video gemacht. Wenn ihr nicht wisst, welches und wie das geht, schaut euch das Video gerne nochmal an. Verlinke ich euch nochmal. Jetzt kommen wir mal hier rein. Ich bin jetzt hier am Start und da siehst du schon tatsächlich, Ruhmes Wappen ist da. Also das Ding ist gekommen, die haben es erstellt, ich kann es abgreifen und ihr natürlich auch. Da kann ich das Thumbnail von gestern nochmal aktualisieren. Ich drücke einfach auf Einfordern, wobei es passt auch cool zu dem Skin hier irgendwie, aber der hat ja sein eigenes. Also das nehmen wir nochmal mit, da wisst ihr Bescheid, kann man abholen und ich habe das übrigens heute Morgen erst gemacht, gar nicht gestern Abend noch oder in der Nacht, sondern es wird sehr, sehr schnell zur Verfügung gestellt. Ihr müsst also auch nicht ewig warten. Das ist schon mal cool. Das Ding haben wir im Spind, da seht ihr, ist eine 1 dran. Dann Item Shop, das ist auch nochmal eine Information wert. Gucken wir mal zusammen rein. Flakes Power Outfit ist jetzt da, liegt bei 1800 V-Bucks, kannst du dir in Gänze kaufen. Der Typ nochmal, also ich kannte den überhaupt nicht, keine Ahnung, da seid ihr wahrscheinlich irgendwie so ein Stück weiter in der Szene als ich. Ich kannte ihn nicht, der Skin als solches ist aber trotzdem cool. Du kannst ihn halt anpassen, schau mal, hier kannst du irgendwie das Ganze mit der Brille nochmal verändern. Zumindest, ach nee, hier Flakes Power und hier steht aufgeladen, okay. Der ist dann reaktiv und wahrscheinlich macht er dann auch nochmal ein bisschen was, funkelt oder weiß der Teufel. Hier ist er halt so in Schwarz und hier ist er in Farbe. Also, cooles Outfit. Was haben wir noch dabei? Was ist das hier? Achso, das ist das Rückenaccessoire. Okay, okay, okay. Das sind die Klingen, die am Start sind. Finde ich auch cool. Und das ist dann hier aufgeladen sozusagen das Emote dazu. Ikonenreihe, sehr, sehr cool. Könnt ihr nicht einzeln kaufen. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr euch auch einzeln holen. Haben sie aber gar nicht reingepackt. Also, ganz wilde Nummer. Hier einfach 1800 V-Bucks. Wie gesagt, finde ich eigentlich fair für einen Ikonenreihen. Skin, wobei ich sagen muss, also klar, ich kannte ihn nicht, vielleicht kennen ihn viele andere, aber für mich ist es schade, dass die Ikonenreihe, die eigentlich mit sehr, sehr coolen Outfits, also vor allen Dingen Real-Life-Personen bestückt ist, dass die jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen leidet. Also ist jetzt irgendwie so mein Eindruck irgendwie, keine Ahnung, entweder finden die keinen mehr oder die hatten keine andere Idee oder ich bin halt wirklich komplett raus und dabei ist es voll der Hype. Dann gucken wir nochmal rein. Es gibt nochmal ein anderes Item, was über ein Jahr nicht drin war. Da wollte ich nochmal schauen. Das müsste die Kaktuspose gewesen sein. Witzig, witziger Name. Aber lass mich nochmal gucken. Bin mir ziemlich sicher. Jawohl, ist es. Also 200 V-Bucks kostet das Ding. Könnt ihr euch hier ordentlich tarnen. Da erkennt euch keiner mehr, wenn ihr das Ding habt und so ausführt. Wie gesagt, über ein Jahr. Ihr seht ja, es ist ein Season 9, also Kapitel 1, Season 9. Emote sehr, sehr alt. Also das ganz kurz zum Itemshop, zu diesen Informationen. Dann gucken wir nochmal rein. Wir bekommen neue Aufgaben. Ich weiß nicht, ob ihr da am Start seid. Hier bekommen wir in ungefähr 4 Tagen die neuen Level-Up-Pakete zum Sammeln oder die Level-Ups. Da habe ich dann auf jeden Fall nochmal 7 Level klar gemacht, weil die anderen Teile habe ich mir schon besorgt. Und dann bekommen wir auch, hier seht ihr das, die passende Lackierung, beziehungsweise habe ich die schon? Muss ich jetzt mal selber nochmal gucken, weiß jetzt auch nicht mehr. Doch, die Lackierung habe ich auch schon. Ja, was kriegen wir denn noch? Wahrscheinlich dann den anderen Stil irgendwie, schätze ich mal. Ja, also so sieht das Ganze aus. Dann fehlen aber noch, wie gesagt, 7 Level und die kriegst du dann. 4 Tage sind Zeit. Karatkopf hier auch noch meine Information. Ihr seht, ich bin da relativ nah dran. Ich brauche noch 3 Kills, dann habe ich die 100. Und das Letzte ist, um den vollständigen Karatkopf dann zu bekommen, einen epischen Sieg abzuschließen. Also ich habe ja in dem ersten Video, was ich dazu gemacht habe, hochgerechnet, ihr braucht 110 Kills und tatsächlich ist es so, ich habe es in den Kommentaren gelesen und das stimmt auch, sind es 100 Kills für die 10 Phasen und die letzte Phase ist, den epischen Sieg zu holen. Das werde ich heute auf jeden Fall nochmal versuchen, weil dann ist das Ding hier auch fertig. Kann ich da auch einen Haken dran machen, obwohl natürlich noch 2 Wochen Zeit sind, aber habe ich jetzt auch keinen Bock irgendwie gefühlt, das vor mir herzuschieben. Und wir die Zeit jetzt hier auch nochmal nutzen am Wochenende. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Ich glaube, so viel Neues ist hier nicht mehr drin. Ein paar Sachen, die ihr noch machen könnt. Also ich zumindest. Hier seht ihr, Most Wanted sind wir ja komplett durch. Was aber nochmal spannend ist, hier kommen neue Aufträge. Das müsste der Dienstag sein. Also eidgebundenen Aufträge. Und Geralt von Riva auch in 2 Tagen. Also viele, viele Aufträge, aber, und das war es halt noch nicht, ich switch mal ganz kurz rüber auf den PC, will euch noch was zeigen, weil der eine oder andere hat es vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm. So, zack, rüber, das habe ich euch gezeigt, 422 Tage Kaktuspose nicht am Start gewesen.
könnt ihr euch jetzt gönnen. Also sehr, sehr nice. Aber was wollte ich euch noch zeigen? Achso, ja, erstmal das hier, Lama-Schule, das zu dem Thema. Ich habe jetzt hier alle drei Ringe schon erledigt und bin da safe. Aber auch hier, wenn man da drauf tippt, auch hier in 2 Tagen, das müsste also auch dann der Dienstag sein, kommen auch die neuen Aufgaben rein. Also falls das noch jemand irgendwie macht, ich habe schon oft gelesen, ja, habe ich keinen Bock mehr, gucke ich mir nicht mehr an und so weiter. Aber für alle, die da noch auf mehr Aufträge warten und mehr Items, weil du kriegst ja auch wieder mehr Items irgendwie, auch wenn es hier jetzt gerade nur so ein paar Banner sind und Emoticons, aber hier ist nochmal ein Spray dabei, du kriegst auch so ein paar XP dazu, also wer da irgendwie krass am Grinden ist und da irgendwie Level 200 noch haben will, hier könnt ihr auf jeden Fall nochmal 100.000 rausholen, ne? Unabhängig von dem, was ihr im Spiel dann noch generiert. Also auch hier, Lama-Schule geht weiter und in 2 Tagen gibt es dann die neuen Sachen. Ich switch mal rüber auf Twitter, weil das fand ich sehr, sehr spannend. Hier gibt es den einen oder anderen, der immer so ein bisschen so auch, ja, so ein bisschen, es sind ja keine Leaks im Prinzip, er hat das ja selber gemacht, das sind eigene Konzepte, die er da macht und sich selber damit beschäftigt, finde ich cool. Manche haben es da auch echt drauf, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Und ihr wisst ja, die Season ist bald zu Ende, es kommt die Season 2 und hier hat sich mal jemand so ein bisschen Mühe gemacht und die neue Karte erstellt. Also finde ich gar nicht schlecht. Ihr seht, das ist an die alte Karte sozusagen angelehnt, aber hier ist so ein bisschen der Frühling ausgebrochen und er hat hier oben, wo die Zitadelle normalerweise ist, ein Dojo eingerichtet. Das heißt, da kannst du dich irgendwie selber trainieren. Das ist zumindest mal so seine Idee, sein Gedanke. Sieht ganz nice aus, ziemlich fresh. Hier unten hat er irgendwas, Cursed Crypt, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Da hat er so ein bisschen was gemacht, also finde ich ganz cool. Für mich, und das hat übrigens auch die Umfrage auf dem Kanal gezeigt, dieser Schneebereich ist jetzt nicht so gehypt von euch, ne? Also die meisten springen irgendwie hier unten in diesem Bereich ab, glaube ich, ne? Also hier, ach nee, das ist ja die neue Karte, kannst ja gar nicht vergleichen, aber in diesem Bereich links unten, glaube ich, waren 50%. Also fand ich ganz cool. Und was hat er noch mit drin? Er hat auch einen Battle Pass mit drin, mit verschiedenen, ja, Skins hier. Und hier soll dann irgendwie noch irgendwas Special sein. Also so meint er, könnte das wohl aussehen, ist ganz cool. Und wie gesagt, ich finde auch, dass er das cool gemacht hat, ob es dann so kommt oder auch nochmal anders sein wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, die müssen auf jeden Fall abliefern, weil du spürst schon, dass das Interesse bei Fortnite immer weiter sinkt, was eigentlich ja auch schade ist, aber am Ende des Tages ist das Ding jetzt auch schon irgendwie 5 Jahre alt. Also die müssen abliefern, die müssen was machen und darum sage ich so ein Flakes Power Ikonenreihen Dingsbums. Also ich feiere das jetzt nicht so, aber okay, so sieht es aus. Jetzt habt ihr einen groben Abriss, keine Ahnung, hier könnt ihr natürlich nochmal zuschlagen, gerne auch mit meinem Creator Code Bestime. Das Ding sieht cool aus, unabhängig davon, wer der ist, das muss man sagen. Und ansonsten schauen wir mal, was der Sonntag noch bringt. Also bis dann, macht's gut und tschüss.